Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem lieben Xaro und der lieben Selin. Wuhu! Yay! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werdet ihr fahren, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Endlich! Viele fragen ja schon immer wieder, so wisst ihr schon, was es wird? Und wir dann immer so, ja, schon. Weißt du schon? Ja, ich weiß es sogar schon. Ich auch. Ja, aber... Ich hoffe, wir wissen das Gleiche. Ja, stimmt. Aber wir haben so Mythen im Internet gefunden, beziehungsweise sie, ja. Wo drin steht zum Beispiel, keine Ahnung, wenn der Mann braune Augen hat, dann wird es ein Junge, jetzt so als Beispiel. So ungefähr, ja. Genau, und wenn der blaue Augen hat, wird es ein Mädchen. Ist natürlich völliger Quatsch. Da wir es schon wissen, ja. Was es wird, wollen ja. Wir jetzt testen sozusagen, ob diese Mythen irgendwie... Also ja, nachvollziehbar sind. Eigentlich, oder? Das heißt auch, es stimmt alles nicht und ich gehe auch davon aus, dass es alles nicht stimmt, aber einfach aus Spaß, just for fun, wollen wir genau. Das jetzt mal machen ja. Und gucken mal, ob das Richtige rauskommt. Wir sagen es euch dann am Ende genau. Natürlich, was es wird. Und Xaok hat das jetzt auch alles noch nicht gesehen. Nein. Ich werde ihm jetzt sagen, wie der Mythos lautet, aber ja. Ich werde ihm nicht sagen, ob es für Mädchen oder für Junge steht, damit er nicht beeinflusst wird, weil er weiß es ja schon. Genau, richtig. Ich habe mir das hier so schön aufgeschrieben, alles. So. Und jetzt schauen wir mal. Ich werde mir das dann hin, ich habe einen rosa und einen blauen Stift und dann kriegen wir nicht mehr ein. Oh, Klaue. Ich bin Klaue, ja. Blau und rosa. Für was wohl blau steht? Ich habe mir den Bauch als erstes aufgeschrieben. Du guckst nicht, oder? Nein, ich gucke. Damit du nicht beeinflusst wirst. Ja. Also, es gibt den Mythos. Mythos? Über den Bauch. Ja. Entweder ist der Bauch nach vorne gewölbt und spitz ja. Oder der Bauch ist breit und rund. So, was ist mein Bauch? Muss ich ihn sehen? So, ich würde jetzt sagen... Wenn ich jetzt von der Seite zeige... Rund. Breit und rund, oder? Ich weiß halt nicht, was genau... Also ich finde ihn jetzt auch nicht spitz. Ja. Aber ich finde auch... Von der Seite sieht man jetzt ja. Nichts. Also keine Ahnung, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Also, was sagt ihr? Breit und rund. Breit und rund, würdest du sagen. Ja, ich finde auch wirklich spitz ist er nicht. Nein. So, das würde... Ist halt auch Frage, ob die so Pyramidenspitz machen. Oder mal, ob sie so rundspitz meinen, ist halt schwierig. Aber machen wir mal breit und rund. Der ist auf jeden Fall, also ich meine. Er ist kugelig auf jeden Fall. Er geht jetzt wirklich nicht spitz zu oder so. Machen wir mal breit und rund, also würde für Mädchen stehen. Mädchen! Okay. So, und dann gibt es da auch noch die Lage des Babys. Wenn es für Mädchen stehen. Okay. Aha. Der breite, runde Bauch natürlich. Ja. Aha. Wenn das Baby, also es, entweder liegt das Baby tief oder es liegt hoch. Das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so beantworten, wobei ich schon sagen kann, schon mal, hier unten, oder? Wenn du hier guckst, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, dann ist es geht hier so leicht und dann macht man sich wup. Also hier unten. Ja, und ich sage ja auch oft so, oh, das fühlt sich gerade so schwer an. Das Baby liegt sehr oft, also es dreht sich natürlich, es liegt auch mal weiter oben, es bleibt ja nicht an einer Position liegen, aber es liegt sehr oft unten. Würde ich jetzt sagen. Ich weiß natürlich, was das bedeutet, aber es liegt sehr oft unten. Ich würde auch sagen, es liegt sehr weit unten. Das würde bedeuten... Oh, oh, jetzt kommt... Junge. Aha, ein Junge. So, so. Das mal ein. So, dann gibt es auch noch... Also, das ist jetzt kein richtiger Mythos, aber angeblich träumen Eltern oft von dem Geschlecht ihres Babys. Hast du mal was geträumt? Ich muss jetzt fairerweise sagen, nö. Nicht einmal. Ich glaube, ich hatte ein einziges Mal oder zweimal einen Traum mit Baby, aber das war jetzt nichts Besonderes. Ich bin echt nicht mit Schwarzen. Ich muss spülen. Ja, das liegt daran, weil wir so einen schlechten Stundenlohn zahlen. Gar keinen. Wir füttern nur mit Wasser und Schmutz. So, okay. Okay. Das hat übrigens meine Mama mir geschenkt zum Valentinstag. Ja, voll also du hast rückspitzig ist, voll unangenehm. Also du hast nichts geträumt? Nein, definitiv ich auch nichts nicht. Geträumt. Gut. Das heißt? Das heißt gar nichts. Ach so, wenn man jetzt vom Jungen träumt, wird ja, es ein Junge ja, und wenn es ein Mädchen, genau. Wenn man vom Mädchen träumt, ja. Dann wird es ein Mädchen werden. Ja. Ah, okay. Also wird uns das nichts. Es wird zwitter. Oder es ist uns einfach egal. Was so. Es wird. Ach so, ja. Das, vielleicht bedeutet das auch das, dass es uns einfach wurscht, wir freuen uns über beides. Das kann natürlich sein, ja. Dann gibt es natürlich die Gelüste. Okay, also sowas wie Schokolade oder so. Eher auf Süßes oder eher auf herzhaft, salzig? Lass mich raten, wenn herzhaft, dann Junge und Süßes, dann Mädchen. Das sage ich jetzt noch nicht, aber so, okay. Was würdest du sagen, was, auf was stehe wer, du eher? Oder ich? Ach du, ja, auf mehr auf Süßes. Ja, also ich würde auch sagen, so richtig krasse Gelüste habe ich nicht, aber ich...
also ich esse immer viel Süßes, aber ja. Ich esse zurzeit schon auch sehr viel Süßes. Oh. So, und du hast recht, süß bedeutet Mädchen, herzhaft bedeutet Junge. Überraschung. Überraschung, ja. So, Morgenübelkeit. Aha. Wenig oder besonders viel Morgenübelkeit? Generell überhaupt mal oder das jetzt? Das ist die Frage, oder? Das steht da nicht. Okay, also am Anfang hattest du ja starke Übelkeit, jetzt ja. Zum Ende hin gar nicht mehr, gell? Oder sehr wenig nur. Nee, also aktuell gar nichts. Also ich würde jetzt auch sagen, mehr Übelkeit ist Mädchen, wenig Übelkeit ist Junge. Das ist so durchschaubar scheinbar. Scheinbar. Ja gut, ja, dann gehe ich jetzt einfach mal. Das ist blöd, ne? Weil ich hatte am Anfang 2 Wochen lang Übelkeit. Da würde ich jetzt einfach nein. Auch nicht so krass, dass ich mich übergeben habe. Ja. Ich hatte dann diesen komischen, ich hatte so einen Würgereiz, das war ganz ekelhaft, aber ich glaube, das war, weil ich zu wenig getrunken habe. Mhm. Und diese Übelkeit selber hatte ich tatsächlich 2 Wochen lang, das war es. Ja, stimmt. Es war natürlich nicht schön, es waren blöde 2 Wochen, es war ekelhaft, aber. Kann schlimmer sein. Manche haben das zum Beispiel komplett durchgehend oder 2 Monate lang oder was oder auch immer. Oder die müssen sich dann in der Zeit, wo sie das haben, so oft übergeben, dass sie ins Krankenhaus müssen, dass sie Dings brauchen, Infusion, genau, weil sonst die Nährstoffe ausgehen. Nee, also ich würde auch sagen, eher wenig. Eher wenig. Ja, das bedeutet tatsächlich Junge. Überraschung! So, Sodbrennen. Viel oder wenig? Also Sodbrennen ist ja, vielleicht mal nochmal zu erklären, was genau Sodbrennen ist. Sodbrennen ist, wenn man so ein Brennen im Halsbereich hat, weil man irgendwie aufstoßen muss oder sowas. Oder du hast einen Schließmuskel am Magen. Genau. Und normalerweise ist der zu und dann kommt die Magensäure nicht raus. So kann es aber passieren, wenn der aus irgendeinem Grund nicht gescheit schließt, dann kommt Magensäure nach oben und dann brennt das hier. Weil, und das ist sehr unangenehm. Weil Kotze kennt ja auch jeder, das brennt dann so schön im Rachen. Und das ist die Magensäure dabei schon, ja. Deswegen ist das so unangenehm. Genau. So, was denkst du, habe ich viel Sodbrennen oder wenig? Ich weiß, dass du ab und zu welchen hattest, auch mal vermehrt mal und dann wieder mal weniger, aber ich würde jetzt sagen, da gibt es wahrscheinlich auch Schlimmeres als wie in deinem Fall. Würde ich weshalb auch ich jetzt sagen würde, sie hatte du eher wenig. Du würdest mitkriegen, wenn ich viel Sodbrennen hätte, weil dann würde ich ununterbrochen jammern. Und warte, lass mich raten. Viel Sodbrennen heißt Mädchen, wenig Sodbrennen heißt Junge. Nein, andersrum. Echt? Wenig heißt Mädchen. Ach krass. Okay, ja gut, dann ist es doch nicht immer so durchschaubar. Wobei das komischerweise für mich jetzt sich mit der Lage des Babys weil das heißt, wenn das Baby tief liegt, wird es ein Junge. Tief liegen bedeutet aber ja, dass es ja nicht so auf den Magen drückt, weil der ist irgendwo da oben mittlerweile, irgendwo hier an den Rippen oder so. Und das würde für mich bedeuten, wenn das Baby tief liegt, Weniger Sodbrennen, also demnach. Junge. Aber hier heißt tief Junge, wenig Sodbrennen Mädchen, das widerspricht sich. Hat wohl jemand nicht zu Ende nicht gedacht. Oder ja, hängt halt nicht zusammen. Okay. Also, haben halt verschiedene Leute, die das andere nicht kannten, erfunden. Ja. So, Haare. Ja. Entweder sie sind voller und glänzend, also sie sind halt deine oder schön. Meine? Meine, logischerweise. Da ist das Baby, nicht hier. Ja, ich. Also auf jeden Fall, entweder sind sie halt schön, voll, glänzend oder sie sind sehr fettig. Mein Empfinden ist tatsächlich, also sie sind nicht besonders fettig. Ich muss jetzt nicht öfter Haare waschen als sonst. Also einmal im Monat reicht der Spaß. Scherz. Aber nein, ich finde sogar tatsächlich, dass ich sie ein bisschen weniger waschen muss. Also ich kann sie theoretisch einen Tag lang weniger waschen und sie sind nicht so krass fettig. Was da alles Einfluss drauf hat, gell? Ist schon faszinierend. Eine Kollegin von mir sagt, seit ihrer ersten Schwangerschaft hat sie auf der einen Seite so Locken. Auf einer Seite Locken, auf einer nicht? Ja, krass. Was sie ja auch hat, ich weiß nicht, ob das als Frage kommt, sind Kopfschmerzen. Die sind ja bei dir fast weg, gell? Das kommt tatsächlich nicht als Frage, aber die sind fast weg. Die hatte sonst immer eigentlich relativ regelmäßig Kopfschmerzen, weiß ich aus Erfahrung, weil ich versuche ja ihr zu helfen oder meistens dann Verspannungsschmerzen sind. Und jetzt zurzeit echt fast gar nicht, ganz, ganz selten, aber das ist schon krass. Das ist schön, ich hoffe, das bleibt so. Faszinierend, was also, da alles Einfluss drauf auf hat. Auf jeden Fall, fettige Haare heißt Mädchen, voller und glänzend heißt Junge. Sie sind auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Auf jeden Fall cool. Ein bisschen schöner. Das bedeutet Junge. Das bedeutet Junge, okay. Ja. Dann gibt es das gleiche nochmal mit der Haut. Entweder sie ist besser oder sie ist schlechter. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da beschwerst du dich weniger. Ich glaube, das ist besser geworden. Hast kein Pickel gefunden. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Seit ich schwanger bin, habe ich kaum Pickel. Und das ist schön. Ist schon krass. Ja. Und das bedeutet dann wahrscheinlich Mädchen.
Nein, Junge. Ich kann also, dir auch gleich sagen, warum. Okay. Ja. Machen wir erst noch das Wohlbefinden. Es gibt Frauen, die fühlen sich in der Schwangerschaft besonders hübsch. Und es gibt Frauen, die fühlen sich irgendwie so, ich fühle mich so gar nicht hübsch. Ich glaube, sie findet sich gar nicht hübsch, obwohl sie hübscher ist. Weißt du? Wenn man jetzt so, wenn du sagst, ja, deine Haut ist besser, deine Haare sind besser, dann wirst du dich wahrscheinlich auch hübscher fühlen. Also, ich finde mich jetzt nicht unbedingt viel hübscher als sonst. Und ich bin sowieso nicht der Mensch, der sagt, oh, ich bin so hübsch. Nein, das fühle ich nicht. Ich fühle mich relativ normal, aber tatsächlich dadurch, dass ich halt auch einfach glücklich bin und fühle ich mich einfach wohl. Mhm. Schön, okay. Und das bedeutet? Auch Junge und ich kann die auch... Echt, wenn man sich hübscher findet, dann ist Junge. Es gibt einen Spruch, der heißt, also Jungen machen die Mutter schöner und Mädchen rauben Schönheit. Aha. Und das trifft alles drauf auf mich zu, also unser Baby macht mich schöner. Okay, also wird es vielleicht ein Junge? So, okay. Jetzt wird's gefährlich. Meine Laune. Wow! Ist die, ich bin aber weg. Ist die so wie sonst oder ist die schlechter geworden? Eigentlich auch schwer zu beantworten. Also was mir manchmal aufgefallen ist, dass sie vielleicht doch in manchen Situationen doch ein bisschen reizvoller ist. Aber das glaube ich. Reizvoller. Oh. Ja, nicht im Positiven, sondern reizbarer, genau. Aber das glaube ich liegt einfach daran. So eine Schwangerschaft ist natürlich nicht einfach. Man hat mehr Gewicht rumzuschleppen und alles ist anstrengend. Und ich kenne das ja von mir selber auch. Wenn ich krank bin oder gerade keine Kraft habe oder sowas, dann oder müde bin, dann bin ich natürlich auch reizbarer. Also gehe ich mal davon aus, dass das halt normal einfach ist. Und das ist das auch, was mir aufgefallen ist, dass du halt ab und zu ein bisschen reizbarer bist. Aber eigentlich nicht jetzt im schlimmen Maß oder sowas. Also schwer zu beantworten. Also ich persönlich hätte jetzt gesagt, das ist natürlich immer schwer, sich selber einzuschätzen, aber ich persönlich hätte gesagt, dass diese Phasen, wo ich mal... Eigentlich ist sie mega glücklich. Was man zickig nennt, was ich nicht als zickig bezeichnen würde, sondern halt einfach als, wenn ich müde und gestresst bin, ja, und K.O. bin und einfach merke, ich hatte jetzt seit 3 Monaten keinen Urlaub mehr und es ist einfach auch anstrengend in der Arbeit und ich kann nicht mehr, dann ist man reizbar. Ja, da braucht man nicht seine Tage haben, da braucht man nicht schwanger sein. Nein. Da reicht einfach der normale Alltag. Und da würde ich auch sagen, dass ich da jetzt nicht schlimmer drauf bin als sonst. Also du denkst nicht, dass dadurch, dass du weniger Kraft hast und so, dass das Einfluss drauf hat? Aktuell noch nicht. Echt? Vielleicht später. Also bin ich launischer oder weniger launisch? Ja, insgesamt finde ich jetzt nicht. Also ich finde, dass sie mehr glücklich ist. Also dass sie mehr Freude ausstrahlt. Und sie sagt immer wieder, oh, das macht alles so Spaß und es ist so schön und es... Also ich würde jetzt schon sagen, dass du eigentlich so insgesamt glücklicher bist. Ja, würde ich auch sagen. Das deutet aber wieder auf einen Jungen hin. Interessant. Sind Frauen etwa nicht glücklich oder warum? Naja, wenn du halt immer nur diesen Alltag hast, ohne irgendwie ein Ziel, dann bist du nicht so glücklich. Und jetzt aktuell habe ich ein Ziel. Mhm. Und man freut sich auf etwas. Ja, genau. Und wir machen ja auch viel dafür. Also wichtig auch für euch, ihr braucht immer ein Ziel, auf das ihr euch freuen könnt. Das macht euch glücklicher. Das ist wirklich so, ist ganz wichtig. Wenn man so nur so sein Leben vor sich hin lebt, morgens aufsteht, arbeiten, geht wieder nach Hause, aber kein Ziel hat, was man erreichen will oder wofür man arbeitet, dass man sagt zum Beispiel, es reicht schon allein bei mir zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich spare für ein Auto oder sowas. Das ist dann ein Ziel, das man anfokussiert. Das reicht schon bei dir, ja, das sagt der, der jeden Tag am liebsten ein Auto kaufen würde. Ja, nein! Man muss ja träumen. Wenn man nicht träumt, dann ist das Leben langweilig. Das stimmt. So, wo wir bei Träumen sind, jetzt kommt das eines der bescheuertsten Sachen überhaupt. Schlafposition. Okay. Links oder rechts? So, du weißt, wie ich schlafe, oder? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mehr zu mir gedreht bist. Kann Echt? Das sein? Ja. In der alten Wohnung, als ich auf der anderen Seite war, bin ich nach links gelegen. Ja, also ich glaube, es ist wurscht, ob links oder rechts für mich. Ich schlafe zur Außenseite des Bettes. Ich will nach draußen schauen. So, ich will dich nicht sehen. Nein, Spaß. Nein, das heißt eigentlich, wenn man sich den Rücken zueinander dreht... Oh, dass man sich vertraut. Dass man Vertrauen zueinander hat. Oh, ja, ich vertraue dir. Das ist tatsächlich so. Und weil ich aber auf der Seite dann Nackenschmerzen kriege, versuche ich immer auf dem Rücken zu schlafen. Und zurzeit, auch jetzt in der Schwangerschaft, fällt mir das aber leichter, auf dem Rücken zu schlafen. Also bin ich aktuell eher ein Rückenschläfer. Also kann ich die Frage schwer beantworten. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich
wenn ich mich doch mal zur Seite drehe, beides mache. Mhm. Also auch mal zu dir, wo ich ja vorher immer rechts gelehnt bin. Genau, deswegen würde ich sagen, mehr zu mir. Also links. Ja. Das würde Junge bedeuten. Schon wieder? Ich hätte es jetzt wahrscheinlich ausgelassen, aber dann machen wir den Jungen. Gut. Interessant. Wenn du das tatsächlich so bemerkst. Ja, das ist meine Meinung. Also ich wach auf und sie liegt in meine Richtung und sonst immer. Und du denkst dir, wow, so sieht die also am Morgen aus. Oh nein! Nein, das ist die Schwangerschaft vorbei. Habe ich bisher nie so gesehen. Kalte Füße. Schneller kalt oder weniger schnell kalt? Boah, jetzt vor allem im Winter ist das natürlich sehr interessant, weil ich weiß, dass sie normalerweise eher dazu tendiert, kalt zu sein. Ja, also kalte Füße, kalte Hände, kalten Po, kalten Rücken, kalten Bauch. Also alles ist kalt bei ihr. Und jetzt, also ich habe das natürlich dann auch öfters zum Spüren bekommen, ne? Aber jetzt aktuell würde ich sagen, spüre ich das gar nicht mehr. Also ich kriege das nicht. Man muss sagen, der Winter ist halt jetzt auch sehr mild. Ja. Aber auch in den Zeiten, wo es jetzt mal draußen ein bisschen kälter war, habe ich ja auch gesagt, mir ist nicht so kalt. Ja. Teilweise hast du gesagt, dir ist kalt. Ja, genau. Und ich saß im T-Shirt da und gesagt, du wirst doch nicht kalt. Das stimmt, ja. Du bist ein Hitzkopf momentan. Nicht schneller kalt. Ja, auch die Füße, also sie werden schon kalt, aber nicht ganz so schnell. Wäre ein Anzeichen für Mädchen. Aha. Warum auch immer, keine Ahnung. Also momentan haben wir viermal Mädchen und sonst nur Jungen, also... schon sehr blau hier. Mhm. So, Vergesslichkeit. Ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, mir fällt das oft in der Arbeit eher auf. Okay. So. Also entweder man ist vergesslicher als sonst oder halt normal. Also ich habe das Gefühl, dass du teilweise ein bisschen vergesslicher bist. Aber das weißt du ja selber. Ich bin allgemein sehr vergesslich. Mein Kopf verdrängt gerne alles, was er nicht für wichtig hält, nennt man Schwangerschaftsdemenz, ist eigentlich ein völlig falsches Wort, aber heißt halt Schwangerschaftsdemenz. Ich würde auch sagen, dass ich oft einfach so verplant, verpeilt, vergesslich. Das sind andere Sachen im Kopf, ja, genau. Also die wichtig sind. Das ist, glaube ich, auch die Begründung. Man hat halt einfach, wenn man schwanger ist, ganz andere Sachen. Es ist nicht so, dass sie dann dümmer ist oder sowas oder jemand die Intelligenz hat, sondern man hat einfach was anderes im Kopf, was wichtiger für den Kopf in dem Moment ist. Und dann wird alles andere, was nicht damit zu tun hat, halt einfach gelöscht, ausgeblendet. Bedeutet Mädchen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich kann ja mal, sieht man das so ein bisschen? Kurz einmal zeigen. Viel haben wir nicht, ne? Mhm. So, auf zwei bescheuerte Sachen kommen wir zu. Okay, sehr bescheuert ist immer lustig. Einmal die Summe bilden aus dem Alter der Mutter zum Zeitpunkt der Zeugung und dem Monat der Empfängnis. Bitte was? Wie alt war ich zum Zeitpunkt der Empfängnis? Ja, 30. Genau. In welchem Monat? War... 11. oder? Nee, 10. 9. Ja. Also, habe ich bald alles so. Also, unser Kind ist im September entstanden. Ja, genau. Ich war 30 Jahre alt, bin ich immer noch. Also zusammen ergibt es 39. Genau. Und das bedeutet jetzt, die Summe daraus, also 39 ist ungerade und das würde für ein Mädchen sprechen. Ja, klar, natürlich. Ist völlig logisch. Ja, logisch, klar. Lässt sich nicht anzweifeln. Nee, Studien haben belegt, dass das Tatsache ist. Ja, klar, natürlich. Ich glaube, die haben kein Wort. Hätten sich zwei Jäger, beide tot. So, und jetzt gibt es noch die Pendel-Variante. Pendel über den Bauch. Ich kann mich jetzt hier schlecht irgendwo hinlegen. Sitzen geht sich ja auch. Pendel? Ja. Hast du einen Pendel? Nein, ich hole jetzt schnell einen Faden. Bitte warten. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt den Verlobungsring, weil ja auch damals im Endeffekt schon feststand, dass wir irgendwann ein Kind kriegen. Das stimmt wohl. So. Aber nicht, dass es am Ende heißt, ich habe irgendwas gemacht. So, über den Bauch halten, loslassen. Was macht das? Es dreht sich. Boah, guck mal, es gibt Vollgas! Abgesehen davon, dass der Ring sich dreht, geht das hin und her oder geht es im Kreis? Ich würde sagen, es geht hin und her. Ja, es geht hin und her. Das bedeutet, hin und her bedeutet Mädchen. Wenn es so im Kreis gehen würde, so. Okay, dann würde ich sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ein Junge. Aber das hat so jetzt der. Jetzt machst du nochmal. Ja, der Esoteriker oder sowas würde jetzt sagen, boah, okay, jetzt weiß ich, was rauskommt, oder? Ich meine. Ja, klar, das, eindeutig Mädchen, oder? Ja, also ich halte das hier so drüber und oben halt das Fest. Und nicht bewegen. Lass ich es einfach los. Aber faszinierend, dass sich das überhaupt bewegt. Ja, bei dir geht's mehr Bei mir dreht sich, ja. Also du kriegst einen Jungen, ich krieg ein Mädchen. Ah, super, das schön. Das ist auch das, was die Frauenärztin uns gesagt hat. Oder mir hat sie Mädchen gesagt, dir hat sie Junge gesagt. Hä, wann? Da war ich nicht dabei. Ja gut, jetzt. Okay. Weißt du was, ich kriege jetzt beides ein, so. So. Also. So. Ja, lass mich das mal weg. Das also. Das kannst du wahrscheinlich
immer wieder machen, da kommt jedes Mal was anderes. Nee. Das ist ein Blödsinn. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal Junge. Mhm. Kriegen 7 Jungs. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Mädchen. Wow, das ist ein eindeutiges Ergebnis. 7 zu 6. Jetzt könnt ihr erraten, was es wird. Das sehen wir dann im nächsten Knackschuss. Also. Ich halte das immer in den Bildschirm, was für ein Blödsinn ist, weil ich muss es in die Kamera halten. Könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, macht nichts. Also, 7 zu 6 ist... Oh, danke schön. Das ist wirklich eindeutig. Ich habe da was für dich. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, was soll der Scheiß, was wird's denn wirklich? Boah, du darfst es verraten. Ich darf es verraten? Steht hinten was drauf? Nee, nein. Aha, ja, ja. Das ist ja jetzt schon eindeutig, wenn es nicht rosa ist, oder? Weil Mädchen müssen rosa tragen. Ja, also echt, Mädchen müssen rosa. Aber Jungs müssen blau tragen und der ist grün. Was bedeutet das jetzt? Ja, vielleicht eine Mischung. Es ist ein... Oh. Es ist Daddy's Little Boy. Ein Junge. Es wird ein Junge. Ein Sohnemann wird's. Ein kleiner Autoschrauber. Ein Autoschrauber, wobei ich ein Mädchen auch zum Autoschrauber gemacht habe. Zur Autoschrauberin. Autoschrauberin. Also, es wird ein Junge. Ich trage auch so eine ähnliche Farbe schon mal. Ja, ich auch. Ja. Nur ein bisschen dunkler. Der Pony ist so süß. Der ist so süß. So süß, der ist so Little Boy. So. Oh, schau, der wird mir aufstehen. Ja. Ich finde den so süß und den grau-weiß-grün. Ja. Oh. Das ist so süß. So süß. Also, es wird ein kleiner Junge. Es wird ein kleiner Junge. Und wie lange noch? Brauchen wir noch? Was haben wir denn jetzt? Die Mitte 27. Woche. Also sind es noch 13. 13 Wochen. Ende Mai ist es ja soweit. Ja. Soll es soweit sein. Schon. Ende Mai, Anfang Juni. Knappe 2,5 Monate noch. Ja, es geht so ratzifatzi. Und dann gibt es einen kleinen Sohnemann. Also, er hat irgendwas dazu gemogelt. Und nein, wir wissen noch nicht wirklich, wie er heißen soll. Ihr könnt ja mal Namensvorschläge machen. Das Schaut ist uns Idee, mal, ja. Welche Namen, welche jungen Namen ihr schön findet. Ja, vielleicht ist ja irgendwas noch dabei. Ne? Also wir haben natürlich schon ein paar Favoriten. Ich finde ja Benjamin schön, aber der ist schon vergeben. Ja, ich finde ja Kerstin ganz schön, aber der ist auch schon vergeben. Ist schlecht für den Jungen. Passt eigentlich, ja, genau. Carsten könnte man ja machen. Nee, jetzt gehen die Carstens da draußen, aber es ist nicht so mein Lieblingsname. Das ist auch vollkommen klar. Okay. Ich wurde immer so genannt. Ja. Carsten oder Kirsten. Ja, deswegen magst du den Namen halt dann auch nicht. Ja. Auf jeden Fall, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie ihr euren Sohn nennen würdet. Oder vielleicht, wie ihr heißt. Ob oder ihr euren wie ihr Namen heißt. Mögt. Genau. Vielleicht ist ja was dabei, wo wir sagen, interessant. Das wäre ja doch auch noch was. Ja. Schauen wir mal. Wir haben zwar, glaube ich, schon so ziemlich alle Namen durch. Und es war noch nichts dabei. Naja, ja, doch. Ja, an sich schon. Jetzt müssen wir aus den 10, 15 Favoriten halt einen Namen auswählen. Was ist echt schwer. Weil das so, ist ja, jetzt ist er auch aufgewacht. Ja, boxt er dich. Leicht geboxt. Vielleicht wird es ja mal ja Mike. Naja, Mike. Mike Tyson. Oder Rocky. Ja, gut. Ja. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, nicht vergessen, Like da lassen. Und schreibt einen Kommentar. Unbedingt. Wir sind schon sehr gespannt, was ihr so für Namensideen habt. Vielleicht kennt ihr ja auch noch irgendwelche verrückte Mythen. Könnt ihr ja einmal schreiben. Oh ja. Und ja, dann sehen wir uns in einem hoffentlich baldigen neuen weiteren Video. Tschüss. Tschüssi!